Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thorsten. Ja, es war so knapp, Leute. Ihr habt es ja eben im Thumbnail schon gesehen, die beiden immer noch stehenden Scattershots hier. Ja, das war so ein bisschen meine Sorge hier im letzten Clankrieg, aber ich will euch zumindest noch mal festgehalten haben. Ich habe das gestern schon aufgenommen, Leute, allerdings komplett ohne Ton und ich wollte es irgendwie nicht nachvertonen, weil es hat irgendwie überhaupt nicht gepasst und die Bilder dann zu meinem nachvertonten Ton und so weiter. Ich nehme also immer ganz gerne Ton und Video gleichzeitig auf, weil dann passt es doch ein bisschen besser, wenn man genau exakt das sieht, was man eigentlich auch macht oder das erzählt, was man eigentlich noch macht. Was wollte ich hier machen? Ich wollte hier wenigstens ein Scatter rausbekommen, aber da hat der Tutti schon ein bisschen Sorge gehabt, denn nur den Inferno geschafft, also gar kein Value hier mit den Blitzen gehabt. Egal, mit der Spam-Armee hier, also mit Golem, Hexen und den Eisgolems hier in diese Base reingebrochen, ja, so mehr oder weniger. Ich habe am Ende echt Glück gehabt, ihr habt ja hoffentlich so ein bisschen auf die Zeit geguckt und da war wirklich schon ziemlich viel Glück im Spiel, vor allen Dingen was diese beiden Scattershots anbelangt. Da könnt ihr jetzt mal raufschauen, wie lange die eigentlich stehen bleiben. Hier außen Lavahund und ein Super Minion in der Clanburg des Gegners gewesen. Was jetzt nicht so schlimm ist bei so einem Hexenangriff. Die Hexen machen das irgendwie so nebenbei. Sie sind ja immer noch weit aus der Range und solange wie die Skelette vor denen sind, ist da auch keine Gefahr, dass da irgendwas anbrennt. Da oben seht ihr das, da ist der Super Minion gerade gefallen. Und im unteren Bereich hatte ich dann natürlich immer Sorge, ja, der Scattershot oder beide Scattershots hier, die machen mir hier unten zumindest alle Truppen erstmal kaputt. Jetzt muss es also außenrum gehen und das gelingt mir natürlich. Also Leute, das wären 3 Sterne, aber sie waren wirklich, wirklich ultra, ultra knapp. Ich habe ein bisschen Lack gehabt, dass die Queen noch nachher eine Lücke gefunden hat. Habe ich jetzt zwar schon gespoilert, aber es war wirklich, wirklich eine knappe Kiste hier. Aber der CK, der letzte von uns hier bei den Herausforderern, war auch nochmal herausfordernd. Und er war nochmal richtig, 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 richtig gut. Knapp war jetzt nicht, glaube ich. Oh, es geht so. Denn wir haben hier nochmal alles in eine Waagschale geworfen. Wir sind nicht aufgestiegen, wir sind Zweiter geworden. Ich denke mal, guter Zweiter. Und ich habe ja schon mal gesagt, im anderen Video hätte, dann wäre. Ja, dann wären wir aufgestiegen. Nächste Saison wird besser. Habe ich jetzt gestern auch im Livestream schon von einigen mitbekommen, die das genau das Gleiche sagen. Nächste Saison wird besser. Ich meine, du kannst nichts anderes machen. So ist es nun mal. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Aber ihr seht das, die beiden Scattershot bleiben echt bis zum Ende hier stehen. Erst die Queen wird es hier am Ende regeln, dass die Skelette nämlich nochmal jetzt durch die Mauer gehen. Und dennoch verliere ich hier, glaube ich, alle meine Hexen. Ich verliere jetzt, ja, die waren ja schon angehittet. Also meine Queen musste eigentlich nur noch einen Hit machen, wenn überhaupt. Und das machen jetzt die, ja, die Yeti-Mites. Die Yeti-Mites haben es gerissen. Und wenn ich hier jetzt rausgehe, dann kommt ja jetzt wieder dieses berüchtigte Bild. Ja, wir haben die Liga gehalten und wir sind hier Zweiter geworden mit 298 Sternen zu 307. Aber warum war der letzte CK so enorm stark? Ihr seht das links oben, wir haben nur 14 Angriffe gemacht, denn der Lollipop hat es vorher schon gerissen. Er hat gesagt, ihr seid einfach ein doofer Clan, zu wenig los, die Leute greifen nicht an. Naja, okay, ich kann es verstehen, der Set ist auch nicht mehr da, der hat ja auch nochmal 3 Sterne geholt. Auch dem wurde es heute ein bisschen zu ruhig. Ich weiß, wir sind hier ein Casual-Clan, Leute, und da geht es nun mal ab und zu ein bisschen ruhiger zu. Wir arbeiten alle, wir haben alle unseren Job oder gehen zur Schule oder zur Uni oder was auch immer und sind immer nur so, naja, mehr oder weniger temporär hier. Es gibt auch mal so eine High-Phase, wo wir alle da sind oder wo sehr, sehr viele da sind, aber letztendlich ist das Casual Gaming hier ganz, 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 ganz groß geschrieben. Und da muss man sich, entweder gewöhnt man sich dran oder man sagt so wie Phil und Zed, das ist mir doch ein bisschen zu ruhig hier. Da müssen sich andere Clans suchen, wo halt die Leute vermehrt wahrscheinlich auch am Tage da sind. Ich meine, wer so viel Zeit hat, der soll es sich gönnen. Wer nicht so viel Zeit hat, der muss sich mit dem abgeben, was er bekommt, beziehungsweise was eigentlich auch für seine Spielweise gut ist. Aber der Fehler hat das ganz, ich wollte gerade sagen, der Fehler hat ja gar nicht mitgekämpft. Der Set hat das hier noch ganz gut gemacht, hat auch schön angegriffen hier, wie auch alle anderen, fast alle anderen.
die hier in der Liga aktiv dabei waren, auch Gäste, Schnuppe etc., haben hoffentlich eine nette, entspannte Woche gehabt hier. Ja, und wie gesagt, es ist halt nicht so viel los. Da muss man mit leben. Und entweder macht man das oder man lässt das einfach. Aber das war schon sehr, sehr dominant hier. Aber die BS war natürlich auch längst nicht 13. Das war ja noch so eine Beginner 13 mit Rathaus 10, 11 Dev, würde ich mal so sagen. Rathaus auf 4 sehe ich da gerade. Ja, da kommt der Gigatesla noch nicht ganz zur Geltung. Da fehlt es also noch ein bisschen hier. Ist aber nicht so schlimm. Das reicht in jedem Fall. Und ich hätte schon fast gesagt, kleiner Overkill hier mit den Masttruppen. Der Jack hat übrigens exakt zeitgleich mit mir angegriffen. Und war auch ganz witzig. Also Jack kurz vorher, dann wollte ich mir den Angriff erst live angucken. Hab dann aber schon draufgeklickt gehabt. Und hab das dann leider erst im Nachgang gesehen, den Hybrid. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm gewesen. Aber das war jetzt fast zeitgleiches Klicken. Von unseren Angriffen, also seiner fing gerade an, wo ich Angriff geklickt hatte, weil ich es woanders gesehen hatte. Ich hatte noch einen zweiten Account auf Uschi auf und da habe ich gedacht, naja, okay, jetzt kann ich das von Jack nicht sehen und muss ja jetzt selber angreifen. Zeit läuft. Okay, Zeit läuft den Jack gegen den Milat hier. Also sehr schöner Hybrid, wenn auch ein bisschen nicht ganz so geplant, glaube ich. Hat er dann, glaube ich, danach auch getippelt. Aber egal, schmutzige 3 Sterne sind halt auch 3 Sterne. Und wenn es denn so ist, aber hier muss er sich auch hart wehren, vor allen Dingen gegen den kleinen Headhunter hier. Das sind echt fiese Möppis, die Mädels hier. Und zwingen ihn schon dazu, jetzt eigentlich schon seine Queen zu zünden hier entgegen der Helden. Es gibt ein bisschen Beschuss hier, so viel ist das gar nicht. Aber der Hatter da hat einiges gegeben. Der King war da noch mit im Nacken. Und er selber hätte dort natürlich auch den Hatter da ziehen können, um dort die Queen nicht in die Ability reinzubekommen. Ich sehe das auch immer beim Eve Finality nachts oder abends, wenn der streamt, der vergisst auch sehr, sehr häufig mal sein Headhunter zu setzen. Und dann ärgert er sich am Ende, dass ihm irgendwas fehlt, ob es Cleanup ist oder die Manpower oder die Queen musste er so früh zünden. Ja, viele vergessen den oder vergessen den Headhunter. Nicht, weil es jetzt eine schlechte Truppe ist, aber man denkt in dem Moment nicht dran und guckt nur, wie viel Heal hat meine Queen. Kommt sie durch, muss ich nochmal wuten. Ah Mist, ich muss jetzt doch zünden und so weiter. Und dann vergisst man schon so eine unscheinbare Truppe. Und hier hinten hat er gezogen, gerade hier hinten King gegen Headhunter. King gegen Glati, das ist ja mal ein ungleiches Verhältnis. Ne? Der Gladiator hat so wenig Trefferpunkte und wenn dann 75er King kommt, dann würde ich sagen, kann sich die königliche Gladiatorin einpacken. Ist auch so, da braucht man eigentlich braucht man da keinen Headhunter. Ich meine, geht es ein bisschen schneller. Der King verliert nicht ganz so viel Trefferpunkte durch dieses Sperrgewerfe von ihr und deswegen zückt den Headhunter lieber bei der Queen, dass er die Queen länger am Leben hält. Jetzt ist die Queen auch down, aber der Hybrid kann natürlich schön die Straße hier nehmen. Am Ende kommen hier nochmal ein paar Yetis mit einer Walküre raus. Die können jetzt auch noch ein bisschen was machen, aber ob die überhaupt noch am Ausgang hier teilnehmen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe den Angriff jetzt ein, zwei Mal geguckt und bin aber der Meinung, dass die, ja okay, die Walküre ist da noch im Inferno-Strahl, im einen der 5 und außen kommt auch noch mal was hinzu. Aber letztendlich, oh, die Mites hier von den Yetis, richtig krass, die nehmen den X-Bogen nicht ganz auseinander, okay. Aber jetzt kriegen die auch keinen Beschuss hier, das heißt also, die Mites aus dem Basket kommen nicht mehr raus und auch wenn der jetzt Schaden nimmt, der muss schon Schaden von einer Defensive nehmen, also war die Clanburg, hätte auch ohne geschafft, würde ich mal so sagen. Hätte er auch ohne geschafft, aber hätte, Fahrradschlauch, wisst ihr doch. So, wir haben hier den Herr Max. Ich will euch möglichst noch viele Angriffe zeigen. Die Base habe ich auch die Tage machen dürfen mit dem Avatar. Und mir sind da damals, glaube ich, 98% gelungen oder 97% waren es. Einfach Taktik eigentlich. Ich habe die von hier oben gemacht, aus der Seite hier, dass die Queen hier hochlatscht und wir mit dem Hybrid hier reingehen. Hier gegenfunneln mit der Kaserne und einem King. Und dann geht der Hybrid hier
durch diese Seite hier in die Richtung rein. Hat Max vielleicht nicht gesehen, dass ich den ein oder zwei Tage vorher machen durfte, also exakt den gleichen Bass-Typ. Kann man aber auch nicht immer alles sehen, wer macht was, und dann hast du plötzlich selber die Bass und ich habe aber eine andere Idee. Das ist auch diese Idee hier ist durchaus akzeptabel. Sie hat ja gedreiert, also es spricht auf jeden Fall für die Taktik. Und auch mit einem Hybrid hier, beziehungsweise ist das eigentlich Hybrid? Was hat denn der eigentlich alles dabei? Ein paar Hexen sehe ich da, ein Packer. Ich sehe dort zwei Headhunter. Habe ich was übersehen? Okay, ein paar Hawks sehe ich da gerade. Und aber hier die Masse des doch war ein Yeti Smash, ne? Ja, war doch ein Yeti Smash. Und durch die Base kann man das eigentlich sehr, sehr gut machen. Single Inferno in der Mitte ist nicht ganz so schlimm. Der brennt ja auch immer nur eine Truppe weg. Multi ist da dann an der Stelle ein bisschen schlimmer. Der nur schnell fallen muss. Sprungzauber hätte er ein bisschen weiter setzen können, um in das Compartment noch des Infernos zu kommen. Und der drei Statuen dort. Die drei Statuen gehen natürlich nicht down. Aber sieht schon schick aus hier. Hat sich der Base Designer schon Gedanken gemacht. Wie kann ich hier sinnvoll Lücken füllen? So dass man dort keine Falle vermutet. Und es ist jetzt auf allen Flanken noch ein bisschen was da. Hier links unten auf 9 Uhr ist die Queen. Die sorgt da ein bisschen für Cleanup, sage ich jetzt mal, weil so viel Defense ist nicht mehr offen. Und ihr seht hier die ganze Masse an Heilern. Und wenn du so viel Heiler am Ende hast mit den Yetis, dann kann hier eigentlich nichts mehr anbrennen. Also nicht mehr ganz groß anbrennen. Denn die Mites hier gehen immer auf die Defensive, auch aus der Ferne, sofern die Baskets, ich nenne sie immer so, die Körbe, noch voll sind. Hier sind sie schon leer, das sieht man jetzt mal relativ deutlich. Aber einer hat noch welche. Einer hat noch welche. Der hier nicht an der Kanone. Aber hier hinten, glaube ich, war noch einer. Ah, ne, jetzt sind sie alle drei leer. Jetzt sind sie alle drei leer. Alle vier sogar, sind noch vier Yetis. Und nur wenn die... So lange wie die voll sind, können die natürlich auch ihre Yeti-Mites loswerden. Aber so klappt das auch. Ein bisschen Schaden machen die auch. Sie sind halt nur ein bisschen träger. Ei, dass das auch immer kommt. Naja, ist nicht so schlimm. Avatar haben wir gehabt hier. Skull, Baba Hüs, der Hüsin hier. Den Hüsin haben wir schon ewig nicht gesehen. Ne? Kann das sein? Ich glaube, den Hüsin haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Oh, 13 auf 12, okay. Das ist uns also im letzten nochmal so ergangen. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir unten natürlich auch 12er ab und zu mal hatten. Also der Gegner hatte 12er. Wir haben, glaube ich, nur ein einziges Mal ein 12er bei uns mitnehmen müssen. Ich bin mir gar nicht ganz so sicher, ob wir nicht doch only Rathaus 13 sind. Aber wir schaffen es in jedem Fall jetzt immer wieder in der laufenden Liga mit Only Rathaus 13 hier anzutreten. Entweder leihen wir uns Leute oder wir kaufen sie. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Wir rekrutieren sie. Oder es findet sich halt ein 258 Account, der jetzt irgendwo überhaupt nicht mehr unterkommt und dann ganz entspannt hier die Meisterliga 3 mit uns spielen will. Ja, wir sind ja ein paar Mal heftig abgestiegen, aber Meister 2 wäre eigentlich schon wieder drin gewesen. Nächste Saison bin ich mir ganz, ganz sicher bei dem Niveau, was wir hier zurzeit an den Tag legen und auch was wir für einen ungeheuren Spielspaß hier haben, auch wenn wir hier so nicht so aktiv wirken, glaube ich. Das kann man immer so sehen oder so sehen, dass man muss auch den Clan so ein bisschen länger schon kennen. Man weiß, wie die Leute ticken. Ich meine, die Masse des harten Stammes hier, die sind seit Beginn hier in diesem Clan mit dabei. Und die sind auch gar nicht mehr so wirklich wegzudenken, außer sie haben jetzt wirklich keinen Bock mehr auf dieses ultra-ultra-casual-Gaming, weil jemand vielleicht in Legende zu ungeduldig ist abends, keiner spendet mir mehr und so weiter. Dann sollen sich die Leute hier in den Clan holen oder was auch immer. Aber sonst kann ich mir, wie gesagt, vorstellen, dass wir in der nächsten Saison hier aufsteigen werden. Naja, ich will nicht zu viel versprechen, aber ich will mich auch wieder reinhängen. Denn auch die Woche hat mir hier vor allen Dingen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nicht, weil ich unten auch ab und zu mal ein 12er dreiern durfte oder so, sondern allgemein war hier das Gefüge sehr, 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 sehr gut und passte auch so von den Spenden her, von den Zeiten her, war es auch optimal eigentlich für uns Abendspieler, will ich mal so sagen. Denn der CK lief hier immer so gegen 11, halb 12 erst aus, glaube ich. Na, ein bisschen eher
10, warte mal, lass mal gerade überlegen. 9 Uhr gehe ich online, 1 Stunde 40 habe ich dann noch, ja, so kurz vor 11 waren die dann immer fertig. Und hat aber gepasst, Meisterliga 3 und mit 298 und einer ganz ansehnlichen Zerstörung haben wir hier zumindest den dritten ganz locker hinter uns gelassen. Mit 10 weniger vom ersten und 10 mehr von uns, nur wegen einem einzigen verpassten Angriff, wären wir hier auch Gruppenerster gewesen. Das muss man auch dazu sagen. Aber so ist das nun mal. Ich mecker da nicht rum, wenn die Leute nicht angreifen oder nicht können. Ich habe ja auch diese Woche eine Entschuldigung parat gehabt, warum ich im Clan Free-to-Play nicht angegriffen habe. Und ich glaube auch irgendwann mal mit Chefkoch einmal verpasst habe. Die liefen dann nachmittags irgendwann aus. Das ist natürlich ganz fatal für mich. Da denke ich nicht unbedingt an Clash of Clans. Und deswegen sehe ich das nicht so eng hier, wenn mal einer nicht angreift. Wenn er dann wenigstens mal nach anderthalb Wochen sagen würde, warum es denn nicht so war. Ich meine, er muss es nicht begründen. Man muss gewisse Sachen auch nicht begründen. Das mache ich auch nicht. Ich kann auch irgendwas raushauen, ohne dass ich es begründen muss. Das kann ja jeder. Entweder hat man eine coole Ausrede, wie ich. Ich habe aber keine coole Ausrede. Es ist, wie es ist. Ich habe einfach verpennt abends. Und nachmittags überhaupt nicht dran gedacht, weil ich natürlich auch arbeite. Aber wie gesagt, ich sehe das hier nicht mehr ganz so eng, wenn hier mal ein Angriff nicht gemacht wird oder verpasst wird in der Liga. Ist schon dann ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, gerade der letzte Tag hier hat nochmal unsere, na, ich will es mal so sagen, unsere vermeintliche Stärke gezeigt. Okay, wir hatten jetzt unten ein oder zwei Zwölfer. Ja, dann zieht er halt zweimal drei ab. Aber dennoch haben wir hier einen Angriff weniger gehabt, haben zwei Einsterner gemacht und trotzdem hier super gewonnen mit 7 3-Sternern zu 3. 3 Sterne auf der gegnerischen Seite. Und das war schon, denke ich mal, eine sehr, sehr stabile Sache. Oh, den Glati will ich nicht vergessen. Den haue ich euch mal gerade vierfach um die Ohren. Ich glaube, dann habe ich auch alle gezeigt, oder? Vielleicht habe ich einen vergessen. Wenn es denn so ist, dann ist es so. Aber Glati will ich hier nicht vergessen. Auch der ist manchmal so ein kleines Sorgenkind hier. Meldet sich den ganzen Tag nicht, sagt nie was, schreibt nie was und plötzlich greift er dann doch an. Na? Und so kennt man die Leute dann. Oder man muss sie dann doch mal im Discord anschreiben. Also wenn ihr noch nicht bei mir Discord-Member seid, unter dem Video hier in der Beschreibung ist mein Permanent-Link auf meinen Discord-Server. Kommt ruhig rein und wundert euch nicht, dass da nicht so viel geschrieben wird. Aber wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt oder was auch immer, dann könnt ihr die dort natürlich hinterlassen. Vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ja jetzt ein schönes Wochenende. Wollte ich eigentlich gestern schon gemacht haben, aber ich muss das Ganze nochmal komplett neu aufnehmen. Dieses Mal hoffentlich mit Ton. Bis dahin, ja, schönes Wochenende habe ich euch gewünscht. Bleibt gesund, haltet euch fern. Inzidenz ist scheiße. Euer Toto. Clashed.